Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu diesem Video und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ich dachte mir, es wird jetzt langsam mal wieder Zeit für ein Aufgebraucht-Video. Die letzten habe ich ja mal mit meiner Freundin Nadine zusammengedreht. Ja, jetzt vor Weihnachten, wie das so ist, ihr kennt es vielleicht, wenig Zeit und ja. Wir haben es leider nicht geschafft, uns jetzt vorher nochmal so zu sehen. Deshalb drehe ich dieses jetzt ausnahmsweise einmal alleine, weil ich möchte auch nicht, dass sich zu viel ansammelt, weil dann, ne, wenn ich dann mit Nadine zusammen drehe und sie hat auch so einen Berg, dann geht das Video eine Woche oder so und das wollen wir ja nicht. Ich habe Nadine Bescheid gegeben und sie hat mir gesagt, kein Thema, mach du deins und ich werde es jetzt auch machen, damit ihr von mir ja dieses Jahr noch ein Aufgebraucht, ist quasi das letzte Aufgebraucht-Video dieses Jahr, genau. Mir macht diese Reihe immer sehr, sehr viel Spaß und ich gucke das auch gerne bei anderen, weil man sagt ja immer so ein bisschen, ne, zu dem Produkt was. Ja, ich fange mal an mit diesem hier. Das habe ich gerade noch aus dem Badezimmer geholt. Das ist von CD Citrus, das ist dieses Deo in der Glasflasche. Ihr seht, hier ist noch eine Mini-Pfütze unten drin. Ja, es ist schwierig, ihr kennt es vielleicht, den letzten Rest rauszubekommen. Naja, aber ich denke mal, also vielleicht, wenn ich mir Mühe gebe, kriege ich morgen noch was raus. Ansonsten fand ich das sehr, sehr erfrischend. Also bin sehr, sehr positiv überrascht. Das ist halt eins ohne Silikone, ohne tierische Inhaltsstoffe, ohne Mineralöle und so weiter. Und ihr müsst, ja, und hier ist, hier steht es auch, keine Aluminiumsalze. Also wer darauf achtet, ich achte da jetzt nicht so unbedingt immer drauf. Aber ich fand das ganz schön, mal ein Deo zu besitzen, welches halt keine Aluminiumsalze beinhaltet. Aber aufgepasst, hier ist Alkohol drin, ne? Weil das meist, also meistens ist es ja so, ich glaube, ich habe nur ein Deo, wo kein Alkohol und keine Aluminiumsalze drin sind. Meistens ist es so, wenn keine Aluminiumsalze drin sind, dann ist Alkohol drin. Und so war das auch hiermit. Also auf frisch rasierter Haut würde ich vorsichtig sein, wer da empfindlich ist, das könnte dann brennen. Ich zeige es euch nochmal aus der Nähe. Ja. Ist schwierig jetzt mit der Glasflasche, aber ich denke, der ein oder andere kennt es. Da gibt es auch noch andere Sorten von und ich fand den Duft, ja, ist halt Lindenblüte mit Zitrone. Ist halt sehr, man muss Zitronenduft mögen, aber ich finde das gerade morgens hat mir das immer gefallen. Also ich finde das toll. Ja, nur wie gesagt, nicht gerade, ich habe das einmal den Fehler gemacht auf frisch rasierter Haut und dann hat es ein bisschen gebrannt. Machen wir weiter, ganz unspektakulär von Kleenex. Ja, habe ich da so eine Papierbox leer gemacht, die war jetzt von Kleenex, die fand ich ganz gut, die gibt es ja auch, meine ich, bei DM. Ich wollte gerade gucken, wie viel lagen, aber ich glaube, diese hier sind schon etwas dicker, ne? Naja, aber macht man immer leer, aber die von Kleenex finde ich ganz gut. Dann, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, das war Toilettenpapier, von Alouette, das ist die Rossmann-Marke und die fand ich total süß. Die hatte so ein bisschen so einen Weihnachtsduft und hier drauf waren überall, ihr seht schon, Pinguine. Ich habe da jetzt letztens, habe ich die gesucht, habe sie nicht gefunden. Ja, hier steht es mit Weihnachtsduft, aber es ging. Also es war nicht so, ich weiß auch nicht, so Toilettenpapier mit Duft muss eigentlich nicht sein, aber ich fand es nett. Und drei Lagen, genau. Also drei Lagen fand ich okay. Und ich kaufe, also ich gehe nie unter drei Lagen. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Ich hatte auch schon mal vier Lagen und es gibt, glaube ich, Toilettenpapier. Hallo, nicht wieder so. Ich glaube, mein Fokus, meine Kamera spinnt ein bisschen. Die fokussiert immer langsamer. Hm, Mistding. Nee, also fünf Lagen, weiß ich nicht. Da hätte ich Angst, ich verstopfe mir die Toilette und drei Lagen ist okay. Drei Lagen sind okay. Dann leer gemacht, die Evelyn Maxi Pads. Das ist noch, ich hatte noch welche mit dem alten Design. Die sehen ja jetzt ein bisschen anders aus hier. Aber diese Maxi-Pads finde ich klasse. Die nehme ich zum Abschminken, also fürs Augen-Make-up und zum Fingernägel ablackieren auch schon mal. So, oh, wieder ein CD-Produkt. Das finde ich auch klasse. Das ist die Intim-Sensitiv-Waschlotion. Ist auch wieder ohne alles, also ohne Silikone und hast du nicht gesehen. Ist mit Calendula und Milchsäure. Ohne Allergene. Es riecht jetzt nicht spektakulär, aber es ist halt eine Sache, die ich empfehlen kann. An den gewissen Tagen habe ich das sehr gerne benutzt. Ja, und kann das nur empfehlen. Ich glaube, es gibt es auch noch in einer anderen Duft oder anderen Sorte. Ich bin mir nicht sicher. Das war jetzt, wie gesagt,
Calendula? Ich weiß es nicht. Steht auch nicht bei den Duschbädern, sondern bei den Binden, Tampons, Regal. Kaufe ich meistens im DM. Jo. Und habe ich mir auch schon wieder neu nachgekauft. Dann habe ich leer gemacht von Rival de Loupe die Kiwi Litchi Reinigungstücher, diese hier. Die kennt ihr bestimmt. Und ich habe sie sehr gemocht, ja, weil sie haben meine Haut nicht irritiert. Sie haben sehr lecker, frisch nach Kiwi Litchi, so nach diesem Mix, ja, nach so einem Fruchtmix gerochen, sind alkoholfrei und haben, ja, das gemacht, was sie machen sollen. Sind sogar vegan, hier hinten steht vegan drauf und die bekommt ihr, ja, Rival de Loupe bei Rossmann. Ich weiß gar nicht, ob ich noch welche habe. Ich hatte da mal mehrere von, kann auch sein, dass ich ein paar verschenkt habe. Ist speziell auch, hier steht es, für feuchtigkeitsarme Haut. Und gerade jetzt, ich habe im Allgemeinen, habe ich Mischhaut. Also trockene Partien, aber auch fettigere Partien. Aber ich fand die wirklich klasse. Also die haben meine Haut überhaupt nicht ausgetrocknet, gar nichts. Sehr zu empfehlen. Dann, ich greife mal rein. Ah ja, ich habe mir mal bei Amazon, ist was zu trinken. Und ihr wisst es, ich bin eine Kaffeetante. Jetzt aktuell habe ich meinen Kaffeepott. Eigentlich habe ich immer, wenn ich Videos drehe, einen Kaffee hier zu stehen. Gerade wenn das Wetter so trist und grau ist wie heute. Ja, Kaffee von Jacobs. Das ist so ein Instant-Kaffee, löslicher Bohnenkaffee. Das davon, das sind halt so 10 Sticks, so Tüten. Und dann könnt ihr pro Tasse in so eine etwas größere Tasse einen Stick mit heißem Wasser übergießen. Wer will, süßen. Ich trinke entweder schwarz oder mit ein bisschen Milch. Ich mag keinen Zucker im Kaffee. Und kann die empfehlen. Die waren sehr, sehr lecker. Ich hatte da noch mehrere Packs von. Und wer die Tauschpäckchen-Aktion gesehen hat, die letzte, die ich mit der lieben Sweet Jasmin Baby hatte, ich habe ihr auch davon welche reingepackt. Und sie hat mir schon erzählt, dass sie die auch total klasse findet. Und wie gesagt, die gab es in so einem 6er-Pack, glaube ich. 5 oder 6 Stück von denen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie teuer, aber dafür, dass es halt mehrere waren und je pro Packung sind halt, wie viel drin? 10 Tassenportionen, genau. Fand ich die sehr, sehr gut. Und wenn man vielleicht mal auf Reisen ist, ne, keine Ahnung, unterwegs ist, sind die auch immer gut zum Mitnehmen. Dann habe ich leer gemacht. Von Dusch, da ist eine Dusche. Hier ist noch ein Mini-Rest unten drin. Dann seht ihr die Farbe, die war so leicht hell gelb-orange. Das ist Beauty Holunder. Die, ja, hier steht neu drauf, aber ich habe ja so viel Dusch. Ihr habt ja schon mal meine Duschsammlung, habe ich euch ja mal gezeigt neulich. Ich habe halt sehr, sehr viel und das gibt es schon länger. Ich weiß nicht, Beauty Holunder, ich weiß nicht, ob es das noch aktuell gibt. War sehr, sehr lecker. Lecker, ja. Es hat lecker gerochen nach Holunder und Jojobaöl. Es war sehr, sehr angenehm. Nicht künstlich, gar nichts. Also bisher kann ich wirklich zu 100% immer positiv eigentlich reden über die Dusch-Das-Geschichten hier. Ja, trocknet meine Haut nicht aus und ja, bin immer zufrieden eigentlich. Und keine künstlichen Gerüche. Also immer herrlich, frisch und angenehm. So, als nächstes ziehe ich mal raus, ah ja, die liebe Bienes Beauty Bude, die liebe Biene, hat mich damals angefixt. Die hat mehrfach immer, also Biene, wenn du das guckst, ne, ich grüße dich erstmal ganz lieb, Litamin Wellness Salze, Diamantfieber. Dann gibt es noch eine gelbe Schach- oder goldfarbene Bart-Geschichte. Das ist jetzt für einen Vollbart, steht hier drauf. Das ist die dunklere Tüte und ich fand den Duft so, oh ja. Schade, dass es jetzt hier keinen Duft, dass ich den Duft euch nicht übertragen kann. Schwierig zu beschreiben. Sehr, sehr edel, fast wie ein Parfüm. Richtig, richtig, aber angenehm, nicht zu schwer. Aber es riecht wirklich wie ein Gut. Also, ich würde, wenn es ein Deo davon gäbe oder ein Parfüm, ich würde es kaufen. Richtig angenehm. Kann ich euch empfehlen. Kaufe ich mir auch wieder nach. Gibt es aber, meine ich, nicht bei DM, sondern bei Rossmann. Ja. Tolle Sache. So, dann, ach du Schande. Ja, ganz kurz, eben war es das Weihnachtspapier von Rossmann, jetzt habe ich hier von DM, kaufe ich eigentlich immer von Sanft und Sicher, ist das das Toilettenpapier. Das war jetzt das, ihr seht es, das XXL-Packung kaufe ich meistens. Auch dreilagiges Toilettenpapier, falls ihr noch auf der Suche seid nach Toilettenpapier, es ist sehr, sehr sanft, reißfest, ist super. Ja, das nur am Rande, verbraucht. Ja, und das ist jetzt auch nicht
von einem Monat, sondern jetzt anderthalb bis fast 2 Monate. Ich glaube, das letzte Aufgebraucht-Video war im Oktober mit Nadine. Ja. Ach, guck mal, das wusste ich gar nicht. Hier seht ihr, Moment. Ich dachte, ich hätte das noch gar nicht aufgebraucht, aber habe ich schon. Ja, jetzt kann ich euch nochmal, ne, das war gerade Diamantfieber und dann gibt es, wie gesagt, von Litamin diese einzelne Packung zum Baden, Goldrausch. Genau. Goldrausch ist so ähnlich. Also die haben irgendwo eine etwas, irgendwo ist was gleich in der Duftkomposition. Ja, das hier steht drauf, ist Salz aus dem Toten Meer, frei von Mineral- und Silikonölen, ohne Alkaliseifen, ohne Konservierungsstoffe, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Ja, hier seht ihr die beiden nochmal. Sind beide sehr zu empfehlen. Riechen gut, schäumen etwas und ja, klasse. Und im Moment, ich bade ja sowieso gerne und bei dem kalten Wetter natürlich noch viel, viel mehr. Von Florena eine Handseife. Die liebe Sweet Jasmin Baby hat mich auch mit Florena-Produkten angefixt. Sie hat da mal eine Dusche, glaube ich, war es, am Anfang in die Kamera gehalten. Die hat mir meine Freundin Nadine da mal besorgt. Die gibt es bei Rossmann, weil diese Dusche von Florena hier, von der grün-weißen Geschichte, genau die gab es nicht im DM. Da gab es auch hier Handseife, alles, aber da gab es nicht die Dusche. Und dann hat Nadine gesagt, pass auf, ich habe die bei Rossmann entdeckt. Und dann hat sie mir die geschenkt, total lieb. Ja, und das ist die Handseife mit Bio-Olivenöl. Ist auch ohne Silikone und riecht einfach sehr, sehr angenehm nach Seife. Nicht penetrant irgendwo. Hat meine Hände auch nicht ausgetrocknet, weil im Moment benutze ich täglich, fast stündlich Handcremes, weil gerade ne, kalt, kalte Luft draußen, warme Heizungsluft drin. Und wenn man dann viel putzt und wäscht und so, dann sind die Hände sehr angegriffen. Aber diese hier kann ich euch empfehlen. Ist auch nicht so teuer. Ist nicht so teuer. So, dann... Wir bleiben beim Baden vom Kneipp. Die glückliche Auszeit Aroma Pflegeschaumbad. Ich weiß nicht, es gibt schon wieder neue Sorten. Ich liebe diese Kneipp-Bäder. Die schäumen sehr gut. Und die sind auch ja, ohne Silikone und so ein Kram. Ne? Hier steht auch nochmal drauf. Kneipp ist Mitglied im Bundesverband Menschen für Tierrechte. Ja, das ist halt auch eine, genau, ohne Paraffin, Silikon und Mineralöle. Ist auch eine ganz, ganz tolle Sache und pflegt die Haut super. Ich brauche mich hier nach diesen Kneippbädern fast nie eincremen. Gerade die Beine sind bei mir ja sehr trocken. Das war jetzt glückliche Auszeit, ist roter Mohn mit Hanf. Das war, ich habe es ausgespült. Man muss es mögen, denke ich mal. Es riecht halt so nach diesem Hanf und Mohn. Aber ich liebe Mohn, ich liebe... Ja, ich liebe den Duft. Es gibt aber von Kneipp auch schon wieder neue Duftkompositionen. Bleiben wir beim Baden. Ich habe dann auch nochmal von Balea gibt es ja jetzt auch in dieser, ja, ist ja fast so ähnlich, ne? Flaschenform. Die von Balea, seht ihr, ist ein bisschen breiter. Warte mal, hier waren 400 Milliliter drin. Die kosten auch immer leider ein bisschen mehr. Aber man braucht auch nicht so viel. Eine Verschlusskappe und das reicht dann für ein Vollbad. Hier habe ich schon mehr benutzt. Hier sind 500 Milliliter drin und ich würde mal sagen, ich komme hiermit trotzdem nur genauso weit wie mit 400 Milliliter, weil hier nehme ich mehr von. Das schäumt auch gut. Das war jetzt frische Orange und es hat gut geschäumt in der Badewanne. Es riecht nach Orange, aber es ist, man merkt es, hiernach muss ich mich auf jeden Fall eincremen. Es ist nicht so pflegend wie dies hier von Kneipp. Da gibt es schon die Unterschiede. Klar, das ist natürlich von Balea auch günstiger. Ne? Mann, habe ich viel gebadet. Aber nicht nur ich, sondern mein Mann auch. Ah ja, und dann leer geworden. Mein geliebter P2 Express Nail Polish Remover, acetonfrei. Ne? Kennt ihr bestimmt hier hinten. Also das ist die Sache, die kostet glaube ich über 3 Euro. Mit dem Schwämmchen und Finger rein. Ne? Und dann ein bisschen drin rumdrehen. Normal Nagellack ist innerhalb von wenigen Sekunden hiermit weg. Mit Glitzerpartikel wird schwieriger. Da habe ich dann am Anfang den Fehler gemacht, Finger rein und habe gedreht. Aber dann nehmt ihr das Schwämmchen auseinander, dann geht das kaputt. Ich habe dann im Finger mal, habe das folgendermaßen gemacht, hatte auch so Glitzerpartikel auf dem Finger, so gröbere, rein in den Finger. Und dann wirklich so 3 Minuten, ja, eine ganze Weile drin gelassen und ganz leicht nur bewegt. Und dann habe ich es runter, rausgenommen, den Finger, und dann konnte ich die Glitzerpartikel so mit dem Taschentuch runternehmen oder halt mit dem Wattepad. Also da muss man dann Geduld haben, weil hier ist halt acetonfrei. Aber wie gesagt, normal farbigen Nagellack, ratzifatzi ist das damit runter.
Habe ich mir noch nicht nachgekauft. Im Moment habe ich nämlich noch von Isana, von der Rossmann-Marke, gibt es auch so ein Pöttchen, so ein schwarzes Pöttchen mit Finger rein. Aber ich finde diese Sache total klasse. Ich liebe das. Es geht so schnell und es ist einfach witzig und lustig, mit so Sachen sich die Nägel abzulackieren. Aber von Ebelin, ich denke mal irgendwann, wenn das von Isana leer ist, kaufe ich mir vielleicht danach mal wieder Ebelin. Also ich finde das top. Dann habe ich noch eine Handseife leer gemacht. Ich glaube, die gibt es sogar noch. Die war auch total klasse im Duft und ja, ihr lest vom Balea Kirschzauber, richtig, richtig angenehm auch. Hat vielleicht die Hände ein bisschen mehr ausgetrocknet, also da war das von Florena etwas pflegender für die Hände, aber es riecht klasse. Also wer Kirschduft mag, schaut mal, vielleicht gibt es das noch. Habe ich jetzt nicht nachgekauft, aber ich glaube, ich hatte zwei auch davon. Ich glaube, das ist schon die zweite, die ich leer gemacht habe. So, dann machen wir mal weiter. Boah, ich sag's ja, wir haben viel gebadet. Aber es sind jetzt auch Sachen von 2 Monaten. Kneipp Aromapflegeschaumbad ist das gleiche Geschichte wie dieses hier. Das war jetzt glückliche Auszeit und das war der Jungbrunnen. Ihr seht es schon mit der Granatapfelfrucht. Ja, hier ist drin Granatapfel mit Amaranthöl. Total lecker auch. Und das war, ihr seht es hier oben noch, eine richtig schöne rote Farbe hatte das. Und das riecht fruchtiger. Das riecht fruchtiger, richtig schön nach diesem Granatapfel. Das geht mehr etwas ins Herbere, nach dem Mohn. Aber wie gesagt, wenn ihr da so in der Wanne legt und im Schaum, dieses Schaumbad, total angenehm und entspannt. Ja, natürliche Öle und wie gesagt, genauso wie hier, trocknet meine Haut nicht aus. Und hier steht auch drunter 400 Milliliter, genau wie hier auch. Reicht ungefähr für 8 Vollbäder. Ja. Und die habe ich jetzt auch nicht so jedes Mal genommen, sondern meistens, also wenn ich wirklich entspannen wollte und wenn ich wusste, ich habe mehr Zeit, ne, dann habe ich die genommen, weil die ja doch etwas teurer sind und solche Geschichten habe ich dann schon mal ja öfters. Und da weiß ich nicht, da verplemper ich dann auch wahrscheinlich zu viel, weil ich denke mir dann immer, ach ja, war jetzt nicht so teuer und hier bin ich schon etwas sparsamer. So, schnell weiter. Dann habe ich leer gemacht. Oh Gott, noch was zum Baden. Aber das ist auch eine Empfehlung. Werde ich mir nachkaufen, wenn ich dran denke. Dresdner Essenz, die gibt es noch nicht so lange, meine ich. Ne? Es gibt ja die Tütchen mit den Kristallen auch, mit den Salzen. Und das ist jetzt das Schaumbad Kokosmilch Ilang Ilang. Ja, und ich liebe Kokosduft. Oh. Ihr müsst dran riechen mal. Geht mal, also ich habe es im DM gekauft, ist auch ein bisschen teurer. Hier steht drauf, sanft pflegen mit Weizenprotein. Und hier war es auch wirklich so entspannend und beruhigend, steht hier drauf. Hier war es wirklich so, ich habe da drin gelegen und ich habe mal die Beine so aneinander gerieben. Und das war wie so ein Ölfilm. Also man spürte richtig, ja, die Pflege, diese Geschichten. Was ist noch hier drin? Ich habe auch nur eine Verschlusskappe, mehr nicht. Also ich kam auch 400 Milliliter drin, wie bei den Kneippbädern. Ich weiß es jetzt nicht, aber hier sind Sachen drin. Man spürt einfach, es pflegt. Und es gibt auch noch andere Duftgeschichten. Na, der Deckel ist mir, glaube ich, hier so. Es gibt auch noch andere Duftnuancen. Vielleicht probiere ich mal eine andere Nuance aus. Aber Kokos, top. Mann, habe ich viel gebaut. Ja gut, 2 Monate. Hm. Okay, dann, Moment. Das, Masken. Die liebe Sweet Jasmin Baby hat mich auch mit, ja, die hat mich, glaube ich, damit angefixt, dass ich mal mehr Masken benutze. Und zwar habe ich mal geschenkt bekommen, ich glaube, von meiner Schwester war das mal, diese Schokomaske. Und ich kann euch sagen, ich hatte an dem Abend Heißhunger, wirklich auf Schokolade. Hab die Arme... Moment. So, da bin ich wieder. Ach, ihr kennt es. Meistens bimmelt es ja irgendwie, ne? Das war jetzt die Post. Ich bin auch so froh. Ja, eigentlich habe ich jetzt so gut wie fast alles zusammen für Weihnachten. Es ist ja auch nur noch, in 4 Tagen ist Weihnachten, das ist Wahnsinn. So, mal die Haare hinter die Ohren geklemmt. Okay, aber machen wir weiter mit der Schokomaske. Also es gibt, ich weiß von jemandem, ich glaube von dir, Nathalie, ne? Also Sweet Jasmin Baby, ich glaube, du warst jetzt nicht ganz so begeistert von der Schokomaske, weil sie doch so eine komische Konsistenz, also so klebrig war. Das war, kann ich bestätigen, also sie war sehr klebrig. Aber sie ließ sich hinterher mit dem Waschlappen und lauwarmem Wasser doch relativ gut wieder abnehmen. Und danach war meine Haut auch, weiß nicht, ich hatte immer noch so einen leichten Schoki-Duft in der Nase immer. Fand aber meine Haut danach sehr angenehm weich.
Also ich habe jetzt nichts Negatives feststellen können. Ich habe sie natürlich auch probiert und kann euch sagen, ja, war lecker. Lecker nach Schokolade. Steht ja auch hier, schmeckt lecker. Ja. Habe ich mir jetzt noch nicht nachgekauft. Vielleicht mache ich das mal irgendwann, aber ich habe noch so viele Masken. Dann habe ich leer gemacht. Wieso habe ich die jetzt hier drin? Keine Ahnung. Wollte ich euch vielleicht einfach mal zeigen. Von Profissimo, das ist die aus dem DM. Das sind die Anti-Staubtücher. Ja, ihr kennt es bestimmt, ne? So, wenn man jetzt mal auf die Schnelle vielleicht Staub putzen will, dann liebe ich diese Staubputztücher einfach. 24 Stück sind relativ günstig mit Wabenstruktur. Ja, Staubputztücher. So, ist auch nicht mehr so viel. Ah ja, dann leer geworden. Kennt ihr noch von Essence die Me and My Ice Cream LE? Die war ja auch, ja, der Blush war doch sehr, das war dieser Creamy Blush, den habe ich auch. Und die Lippies, die Lippenpflegestifte, das war eine LE, da waren viele hinterher. Und dieser, da gab es dann auch diese Hand-Wipes, also, ja, diese erfrischenden Handtücher zum Reinigen für zwischendurch. Ja. Hier steht drauf, Erfrischungstücher für Hände und Körper. Ich habe sie für meine Hände genommen. Ich hatte die immer mit in der Handtasche. Fand die klasse. Also ich mochte den Duft. Das war so ein süßer, fruchtiger Duft. Und ja, so für zwischendurch finde ich das mal manchmal ganz angenehm. Gerade wenn man jetzt beim Shopping oder auf Weihnachtsmärkten, du bist vielleicht irgendwo so auf so öffentlichen Klos, Toiletten und da gibt es dann gerade kein Wasser oder keine Seife, dann finde ich sowas immer ganz toll. Und die... Was ist denn los? So, jetzt hoffe ich, dass ich den Rest ohne Unterbrechung hinbekomme. Alles klar. So, oh, ist doch noch ein bisschen. Jetzt kommt der Kleinkram. Ach ja, noch mal eine Maske von Schebens. Die Feuchtigkeitsmaske ist das. Ich glaube, die gibt es auch noch. Und die Schebensmasken, muss ich sagen, finde ich auch sehr, sehr gut. Das war eine Maske, ja, Feuchtigkeit. Die hat Feuchtigkeit gespendet und... Ja, hier steht bei ersten Trockenheitsfältchen, also die waren, fand ich klasse auch. Ich glaube, die genau, hier steht drauf, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und mit einem Kosmetiktuch abtupfen. Ja, den Überschuss habe ich dann abgetupft und dann habe ich mich auch nicht mehr eingecremt und nichts. Meistens mache ich so Masken kurz bevor ich ins Bett gehe. Ja, fand ich toll. Vielleicht hole ich mir die, ich weiß gar nicht, oder habe ich die noch? Ich weiß es nicht. Dann, jetzt kommen wir mal, wartet. Nehme ich es hier mit. Dann leer gemacht von BB Moore. Das war die Bedtime Beauty Nachtcreme. Ja, reichhaltige Nachtcreme, 50 ml in diesem Plastiktiegelchen. Das ist ja jetzt diese etwas neuere Form BB Moore. Ja, also der Geruch, ja, hier ist nichts mehr drin, ist alle. Habe ich ausgekratzt. Der Geruch, den liebe ich. Ich mag diesen BB-Geruch, obwohl aus dieser Moore-Reihe, BB Moore, ist er etwas anders. Aber ich kann, also jetzt wäre es mir nicht reichhaltig genug für abends. Aber wie gesagt, es gibt da glaube ich auch eine Tagescreme und ich wollte mal für abends ausprobieren. Die habe ich mir wann habe ich mir die gekauft? Im September, glaube ich. Ich habe jetzt auch nicht immer, also ich mag das nicht, wenn es zu, es sollte schon irgendwo ein bisschen einziehen, ne? Also, und das hat sie auch. Sie ist sehr gut eingezogen. Ich habe auch nicht viel verwendet. Also sie war sehr reichhaltig. Aber ich glaube, jetzt wäre sie mir wahrscheinlich ein bisschen zu... Ja, ich habe jetzt im Moment... Was habe ich denn für eine Nachtcreme? Ich glaube, von Balea eine. Die ist richtig so fettig. Da spürt ihr richtig das Fett. Wenn, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber ihr glaubt, ihr versteht mich. Und die war so... Ja, mehr wie eine Tagescreme. Ich weiß es nicht. Aber sie war nicht schlecht. Aber im Moment mache ich andere Cremepötte leer. Vielleicht kaufe ich sie mir irgendwann mal. Dann leer gemacht. Hä? Moment. Ach, da unten. Leer gemacht. So ein kleines Parfüm. Oder Eau de Toilette. So, jetzt wird es schwierig. Das ist dieses hier mit dem Mund. Seht ihr? Diesem Kussmund. Das habe ich mal geschenkt bekommen vor 3 Jahren oder so. Und das habe ich jetzt mal rausgekramt aus meiner Sammlung und leer gemacht. Jetzt weiß ich nicht. Hier steht drauf. It's Love. Oh, Paris. Also irgendwie aus Paris, aber wie heißt die Firma? Das kann ich nicht erkennen. Vielleicht schreibt es mir jemand, wenn ihr wisst, also It's Love steht da drunter. Das war ein, das ist auch sehr zitrisch, also wie, fast wie das CD-Deo. Ja, sehr zitronenhaftig hat das gerochen. Muss ich jetzt nicht unbedingt nachkaufen, weil dieser Zitronenduft erinnerte mich doch leider etwas an Toilette.
Aber es ging noch, ne? Ich habe es jetzt leer, bin ich auch froh drum, würde ich mir jetzt nicht nachkaufen, wenn ich sehen würde. Dann lieber das, weil das war nicht Zitrone, Toilette, sondern eher frisch und keine Ahnung. Ja, so, jetzt irgendwie. Dann mein geliebter Augen-Make-up-Entferner. Ihr kennt ihn von Garnier, der grüne hier. Den mache ich ja eigentlich jeden Monat leer. Der riecht frisch, der ist für empfindliche Augen. Ich benutze ja eigentlich immer, ja, ich benutze keine wasserfeste Mascara oder Schminke. Selten. Ich habe eine wasserfeste Mascara oder sogar zwei, aber die benutze ich wirklich selten. Ja, und kann ich empfehlen, reizt meine Augen nicht, und ihr braucht auch nicht so viel. Ich träufle mir immer ein bisschen aufs Wattepad und dann drücke ich das erst an und lasse es einwirken. Also ich rubbel da nicht sofort, gerade bei der Mascara einwirken lassen, ein bisschen mehr Zeit nehmen und ja, dann fluppt das hiermit sehr, sehr gut. Und ja, im DM gibt es das leider noch nicht. Vielleicht gibt es das irgendwann mal, finde ich toll, weil ich kaufe es mir im Moment immer bei Rossmann. So. Dann habe ich hier noch zwei Geschichten, noch mal was zum Baden. Ja, habe ich mal geschenkt bekommen von Kneipp wieder. Einmal das Mandelblüten Hautzart mit 94, ja genau, 94% Mandelöl. Das war wirklich, das ist so eine kleine Flasche. Der ein oder andere wird vielleicht zwei Vollbäder rausmachen. Ich mache mir das immer richtig. Also hier steht auch ein bis zwei Vollbäder, diese kleinen Flaschen. Es riecht lecker und es war wirklich ölig. Also ihr müsst danach wirklich gut die Wanne reinigen. Und danach musste ich mich nicht eincremen, gar nichts. Die Haut war butterweich. Wie gesagt, dieses. Ja, 94% Mandelöl ist nämlich, ja, ihr seid in dem Wasser, es ist kein Schaum vorhanden. Gut, manchmal liebe ich Schaum, manchmal muss es nicht sein. Und in solchen Bädern bleibe ich auch nie länger wie eine Viertelstunde drin. Das reicht mir dann. Das steht auch irgendwo drauf, glaube ich. 15 bis 20 Minuten, genau. Aber ihr spürt das im Wasser, das Öl. Und ihr müsst, probiert es mal aus. Wenn ihr trockene Haut habt, das ist top. Dann habe ich noch von Kneipp Zauberzart mit Feigenmilch. Sieht so aus. Mit Feigenmilch, ja. Ist noch ziemlich neu, habe ich noch nicht so lange. Da ist irgendwie die Verschlusskappe abhanden gekommen. Ist auch so ein kleines Fläschchen. Ja, und das roch, also das ist halt nicht so ölig. Ja, aber die Haut hat sich auch hier nach total klasse angefühlt. Ich liebe einfach Kneippbäder. Ja, damit kann man mich immer erfreuen. Ja, dann habe ich noch eine Tagespflege. Das war ja eben die BB, die ich nachts verwendet hatte. Und die von Nivea. Ich liebe ja Nivea-Produkte auch. Ich mag den Geruch. Das war die Q10 Plus Antifalten. In so einem Glastiegelchen mit dem türkisenen Deckel. 50 Milliliter und ich habe die. Ich liebe den. Ich muss, also die, ich habe es mir noch nicht nachgekauft, weil ich im Moment noch andere Pötte leer machen möchte. Und ich habe irgendwie Angst, wenn ich die anderen Pötte leer habe, dass es die dann auf einmal nicht gibt. Es ist ja oft so, weil hier steht auch drauf, ne, für Mischhaut. Es ist ja oft so, man hat sich in ein Produkt verliebt, man merkt, die Haut kommt damit klar, man liebt es einfach und dann wird es rausgenommen. Ich hoffe nicht. Ganz, ganz großes Plus für diese Tagespflege. Sie zieht schnell ein. Ich konnte mich danach super gut und schnell schminken. Also top, wirklich. So, jetzt habe ich hier noch vor mir was Kosmetisches. Drei Produkte. Und zwar von Essence. Die habt ihr auch schon öfters gesehen. Das ist die Lash Brow, also die Gelmascara. Die ist eigentlich, jetzt juckt die Nase. Das ist eine. Das ist ein Augenbrauen-Fixiergel für meine etwas längeren Augenbrauen. Ich wusste es, Entschuldigung. Ich wollte es unterdrücken. Menno. Jetzt ist es passiert. Also ein Augenbrauengel, weil ich habe mir heute, ich habe wieder dran gedacht, ein bisschen die Augenbrauen betont, nachgezogen und dann fixiere ich das hiermit immer. Ich habe es eben noch einmal benutzt. Ja, ihr seht, es ist eigentlich farblos, aber ihr seht jetzt, natürlich verfärbt sich das irgendwann mit der Zeit. Und sieht dann nicht mehr so schön aus, aber es erfüllt seinen Zweck, es ist günstig. Ich habe jetzt ein anderes, was ich leer mache gerade, aber das würde ich, gibt es glaube ich auch noch mal nicht von Essence, das Augenbrauengel. Das ist toll. Dann eine Mascara. Ja, leer oder eingetrocknet, obwohl ich habe die schon oft verwendet. Die Catrice Lashes to Kill Ultra Black. Ich glaube, die gibt es auch noch, oder? Meine ich. Ich glaube, da gibt es auch eine wasserfeste Version, aber das ist die nicht wasserfeste und ich fand die toll. Die hat. Ich habe ja jetzt durch mein Wimpernserum, ach, da fragen mich auch so viele nach und ich komme nicht dazu, im Moment auf eure Kommentare einzugehen, nicht so wirklich. Naja, das muss ich ändern.
Aber da wurde ich auch schon oft gefragt. Ich benutze ja ein Wimpernserum. Dadurch sind meine Wimpern, haben die auf jeden Fall Länge. Ich brauche keine Mascara, die unbedingt jetzt diese Fasern hat und dass die noch länger werden. Ich komme mal näher. Ihr seht's, die Länge ist da. Wenn, dann brauche ich halt Volumen. Und hier steht drauf Volumenmascara, ja? So, und das hat die toll gemacht. So ein Bürstchen, ne? Die hat auch nicht gebröckelt oder so. Die hielt fast den ganzen Tag, sag ich mal, ne? Ich kann die empfehlen. Ich habe noch viele andere Mascaras, aber ich sag mal von Catrice, diese hier, die Lashes to Kill Volumen Mascara. Ja, die finde ich einfach klasse. Jo, jetzt überlege ich gerade. Mein Wimpernserum, was ich momentan benutze, heißt Revita Lash. Mit V geschrieben. Revita Lash. Habe ich bei Parfümerie Pieper mir gekauft. Für knapp über 80 Euro. Ja, dann als letztes Produkt leer geworden, die Art Deco. Auch ein großes, großes Plus. Also kann ich empfehlen, die Eyeshadow Base. Die habt ihr schon oft gesehen. Und die habe ich jetzt wirklich bis auf den letzten Fitzel ja, leer gemacht. Nichts irgendwie vergeudet. Die riecht halt nach ein bisschen nach diesem Männer-Aftershave, was mich aber nicht stört, weil das riecht ihr nur in dem Pöttchen, wenn ihr das auf dem Auge habt, gar nicht. Es ist mir wirklich ungelogen, kein Lidschatten mit dieser Base verrutscht. Das ist einfach ein tolles Produkt und ihr kommt sehr, sehr lange damit aus. Und ich habe es auch nachgekauft, aber im Moment habe ich noch andere, die ich teste. Aber ich habe es mir nachgekauft jetzt schon wieder, ja. Entweder bestelle ich mir das bei Douglas, weil Art Deco bekommt ihr bei Douglas, oder ja, wenn ich mal bei Douglas, letztes Mal war ich glaube ich bei Douglas im Laden und habe mir die dann mitgenommen, ja. Große, große Liebe, man braucht nicht viel und dann wartet man vielleicht eine Minute und dann kann man schon weiterarbeiten mit Lidschatten. Ja, das war's, ihr Lieben, das waren meine Produkte, ich weiß, es waren viele, viele Badeprodukte. Ich liebe einfach, ja, ich liebe es zu baden und kann euch die Sachen wirklich nur empfehlen. Wenn ihr mal was ausprobieren wollt, bei Rossmann meistens kaufe ich diese kleinen oder ich lasse mir die schenken vom Kneipp. Kann man schön ausprobieren. Ja. In diesem Sinne, es kommt auf jeden Fall noch ein Video vor Weihnachten. Ja, wir haben ja jetzt, haben wir heute Freitag den 20. In 4 Tagen ist Weihnachten. Und ein Lidschattenlotto kommt ja noch am 4. Advent, mein Spezial. Ja, deshalb sehen wir uns dann bald wieder und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Vielleicht hat es euch ein bisschen ja, geholfen. Vielleicht wollt ihr mal die Catrice Mascara ausprobieren und ja, ich finde solche Videos immer klasse und freue mich, dass wenn ich wieder bei anderen YouTubern solche Videos sehen kann. Deshalb hoffe ich jetzt, dass euch dieses Video gefallen hat und ich wünsche euch jetzt noch eine tolle Zeit und wir sehen uns spätestens am 4. Adventssonntag. Ja, bis dahin, bleibt mir gesund und tschüss, bis bald, eure Nadine.